So, guten Abend, liebe netzpolitische Interessierte. Mein Name ist eben Viola und das ist meine Uni-Kollegin die Rike. Wir wollen euch heute gemeinsam unsere Online-Plattform bundespräsident.in vorstellen. Wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, geht es hauptsächlich darum, dass wir eine Berichterstattung über die Bundespräsidentschaftswahl 2016 liefern. Wir machen das Ganze im Rahmen unserer Lehrveranstaltung zum Fach Multimedia-Journalismus und wir haben zwei Lehrbeauftragte, die das Ganze betreuen. Und der Unterschied zur klassischen Berichterstattung ist vor allem, dass wir nicht nur auf Facebook und Twitter vertreten sind, sondern halt auch andere Social Media Plattformen wie Snapchat und Instagram haben. Wir benutzen Facebook und Twitter nicht nur, um unsere Beiträge vom Blog dort zu teilen, sondern machen auch Facebook Live, Twitter Live zu Veranstaltungen. Veranstaltungen wollen also möglichst breit das Ganze bespielen. Genau. Hier seht ihr auch schon unseren Blog. Er ist eigentlich relativ einfach aufgebaut. Also wir haben oben ganz normal angegeben, wer wir sind, worüber es geht. Wir haben einen Kalender, wo wir versuchen, so aktuell wie möglich Veranstaltungen zur Bundespräsidentschaftswahl anzugeben. Das heißt, wenn jemand interessiert ist, ob irgendwelche Veranstaltungen in nächster Zeit anstehen, kann man einfach vorbeischauen. Unsere Social-Media-Kanäle sind natürlich auch direkt verlinkt. Und an sich ist der Blog für uns sozusagen das Kernelement. Das heißt, wir posten dort Artikel, Reportagen zu Veranstaltungen, auf denen wir waren und Bildergalerien und versuchen dann von dort aus das Ganze auf den sozialen Netzwerken zu verteilen. Zwei Artikel sind bei uns bisher besonders beliebt. Das ist zum einen eine Wahlplakatanalyse mit dem PR-Experten Stefan Sengel und unsere Wahlwette. Dazu komme ich später noch mehr. So, wie ihr vielleicht denken könnt, ist unsere Facebook-Seite unsere beliebteste Plattform, wie man so schön sagen kann. Wir haben seit dem 17. März über 800 Likes bekommen und unsere beliebtesten Beiträge haben über 5000 Menschen erreicht. Wie schon erwähnt, nutzen wir Facebook eben nicht nur zum Teilen unserer eigenen Beiträge, sondern teilen auch mal welche von anderen Medien und anderen Personen. Wir wollen halt möglichst eine umfangreiche Berichterstattung oder Informationen auch zur Präsidentschaftswahl liefern. Ja, wir haben auch einen eigenen YouTube-Kanal, da teilen wir auch unsere Videos auf unserer Facebook-Seite. Die kommen auch am besten bei unserem Publikum an. Also jetzt verglichen zu den schriftlichen Beiträgen sind halt die Videos auf Facebook einfach beliebter. Genau, ja, wir sind natürlich auch auf Twitter vertreten, auch wenn es in Österreich, ich finde, hier kann das ruhig noch ein bisschen größer werden. Da ist es eigentlich ähnlich wie auf Facebook, das heißt, wir teilen dort unsere Beiträge, die auf unserem Blog sind. Wir retweeten natürlich auch interessante Sachen, die wir sonst sehen und wir live-twittern, das heißt, wenn wir zum Beispiel auf Veranstaltungen sind, dann twittern wir, wenn ein Politiker zum Beispiel was Interessantes sagt, twittern wir das. Oder wenn Fernsehsendungen sind, wie die Elefantenrunde, dann live-twittern wir da auch zu und sehen noch immer wieder, dass da viele Reaktionen kommen und dass auch dann viel auf Twitter los ist. Und am Anfang haben wir auch Periscope benutzt, jedoch merkt man jetzt, dass die Plattform ziemlich am Aussterben ist und deshalb sind wir jetzt auf Facebook Live umgestiegen, weil dort einfach ja, das mehr Menschen erreicht und haben wir auch am Wahltag gemerkt, wo wir dann Facebook Live benutzt haben, dass dort viel mehr Menschen das Video geschaut haben. Jetzt kommen wir zu unserem kleinen Experiment sozusagen, nämlich Snapchat. Wir haben mitbekommen, dass Snapchat in letzter Zeit in Österreich vor allem immer beliebter geworden ist und dann haben wir uns gedacht, ja, probieren wir mal politische Themen auf Snapchat irgendwie bekannt zu machen. Hat sich allerdings herausgestellt, dass das eine recht schwierige Geburt war. Wir konnten den Snapcode leider nicht auf unserem Blog verlinken, deswegen mussten wir ihn immer wieder auf unseren anderen Social Media Kanälen teilen und ja, das Ganze hat nicht so funktioniert, wie wir wollten. Deswegen sind wir tatsächlich einer Snapchat-Selbsthilfegruppe beigetreten, die uns dann tatsächlich auch einen Aufschwung erbracht hat. Jetzt haben wir sage und schreibe 30 Personen, die circa immer unsere Snap-Story anschauen und das völlig freiwillig. Zum Vergleich, davor waren es nur 8 Personen und das waren alles wir selber. Also, man muss sagen, Snapchat hat großes politisches Potenzial und wir werden da auf jeden Fall noch dran weiterarbeiten. Ja, wir sind auch auf Instagram vertreten. Allerdings merkt man da auch, dass
Politik dann nicht unbedingt das Thema Nummer eins ist. Also es ist zu uns ziemlich schwierig, da allgemein schon dass Leute Bilder liken und Abonnenten zu kriegen, ist auch nicht unbedingt so einfach. Auf Instagram sind wahrscheinlich dann doch die Themen Essen, Fitness und schöne Menschen angesagter, als sich irgendein Bild von einem Politiker anzuschauen. Und ich glaube, es sagt schon vieles, dass das beliebteste Foto auf unserer Seite ein Selfie von uns beiden ist, wo wir Lugner for President Caps tragen. Auf Google Plus sind wir auch für unsere ganzen drei Follower. ja, teilen dann natürlich auch unsere Beiträge, haben es aber auch, um bei Google natürlich relativ gut dazustehen. Und ja, es ist nicht der Kanal, wo wir am aktivsten sind sozusagen. Genau, das waren unsere Social-Media-Kanäle. Wir freuen uns natürlich gerne, wenn jemand ein Like oder ein Follow hinterlässt. genau. Ja, Politik und Social Media ist natürlich immer ein heißes Pflaster. Politik ist natürlich schwierig, weil es gibt verschiedene Menschen und alle haben verschiedene politische Meinungen. Und auf Social Media kann natürlich jeder reagieren, was schreiben, seine Meinung teilen. Und da kann natürlich jede kleinste Aussage auch schon eine Diskussion auslösen oder auch einen Shitstorm. Und wir haben Gott sei Dank bisher noch nicht Anfeindungen oder irgendetwas bekommen oder große Diskussionen ausgelöst. Wir haben aber im März, als es eine Diskussion auf Twitter gab, reagiert. Da ging es darum, ob, wie der ORF reagiert hat mit Richard Lugner, dass er nicht zu allen Sendungen eingeladen wurde. Und dann haben wir auf Twitter eine Umfrage erstellt und haben einfach mal die Mehrheit gefragt, weil es gab die Diskussion zwischen Armin Wolf und Rudi Fussi, die sich da die ganz stark diskutiert haben. Und dann haben wir gedacht, wir machen mal eine Umfrage und es haben 75% gesagt, dass der ORF nicht richtig reagiert, also eine sehr hohe Zahl. Und es wäre sehr interessant zu sehen, dass sowas Kleines dann die Diskussion nochmal von vorne auslösen kann. Also es war eigentlich schon wieder ein bisschen stillgelegt und dann kam das Ergebnis und es ging eigentlich nochmal wieder von vorne los. Und ja, das zeigt eigentlich, dass auch was Kleines dann wieder große Diskussionen auslösen kann. Wir existieren natürlich nicht nur auf Social Media, sondern auch im realen Leben. Und da gab es auch schon einige Reaktionen auf uns. Als kleines Beispiel wäre anzumerken, dass ein hoher ÖVP-Funktionär uns zum Beispiel als linke Perfide bezeichnet hat bei einer Veranstaltung. Wir waren damals auf der Hofburg Challenge Accepted und es war ein Clubbing von den jungen ÖVPlern. Wir waren dort eben anwesend, hatten vielleicht jetzt nicht gerade einen Anzug oder ein Abendkleid an. Das gefiel ihnen wohl nicht so und wir wurden halt schnell etwas abgestempelt. Das ist allerdings auch schon das einzige Negativbeispiel, was man wirklich nennen kann. Sonst werden wir eigentlich immer recht seriös behandelt, werden als Journalisten wahrgenommen und auch so behandelt, wie gesagt. Beim Lugner bekamen wir zum Beispiel sofort einen Presseausweis und durften auch dann in den Pressebereich. Und wir wurden auch schon des Öfteren nach unseren Visitenkarten gefragt. Auch als wir den Herrn Hunsdorfer bei seinem Spaziergang durch den 10. Bezirk begleitet haben, ist die Pressesprecherin direkt auf uns zugekommen und hat uns sogar gefragt, ob wir ein exklusives Interview mit ihm führen wollen. Die waren auch sehr offen gegenüber den neuen Medien. Wir durften dort live mitsnappen und haben sogar ein Selfie auf Snapchat mit dem Hunsdorfer gemacht. Allerdings wurden wir auch dort mit Stalkern verwechselt. Eine Dame hat mich nämlich freundlich, aber bestimmt gefragt, ja, warum filmt ihr denn da die ganze Zeit? Wollt ihr vielleicht ein Selfie mit dem Herrn Hunsdorfer machen? Also auch da ist es nicht immer ganz klar, ob wir Journalisten sind oder nicht, aber im Allgemeinen lässt sich wirklich sagen, die meisten gehen sehr professionell mit uns um. Ob wir uns wohl oder unwohl bei den jeweiligen Veranstaltungen fühlen, hängt natürlich nicht nur damit zusammen, sondern vor allem auch, wie die politischen Einstellungen der jeweiligen Veranstalter sind. Politik ist halt leider ein schwieriges Thema, vor allem ist es nicht neutral, wir haben alle sehr starke Meinungen dazu und wir versuchen natürlich immer objektiv und neutral zu berichten, aber wenn die Veranstalter einfach eine komplett andere Meinung wie wir zu dem Thema haben, fühlen wir uns halt manchmal nicht so wohl. Damit ihr euch vorstellen könnt, wie dann das so ausschaut, wenn wir dann quasi unser fertiges Produkt haben, wollen wir euch jetzt ein kurzes Video zeigen. Da waren wir beim Lugner in der Lugner City beim Wahlkampfauftakt. Wir befinden uns gerade in der Lugner City auf der Wahlkampfveranstaltung, Wahlkampferöffnung. Vielleicht schauen wir mal rein. Herr Lugner, schmeckt Ihnen das Bier? Ja, sicher, ja. Ein Otterkringer ist
aus unserem Nachbarbezirk. Wir sind ja 5 Haus da. Sind Sie zufrieden mit Ihrem Wahlkampfauftritt heute? Ja, sicher. Ich hätte mir nur gewünscht, dass meine Frau auch noch was redet, aber sie hat gesagt, heute soll nur ich alleine reden. Mein Kind auf der Bühne hat generell nichts verloren. Ich halte eine Rede, aber nochmal, ich bin nicht der Kandidat. Ich unterstütze ihn mit Leib und Seele sehr gerne. Aber meine Tochter ist doch meine Tochter und auch wichtig. Zwei Streithandeln gemeinsam mit den Grünen, das kann nur noch schlechter werden. Van der Bellen muss man einfach verhindern. Also natürlich sind wir bewusst hergegangen. Wir haben natürlich gewusst, dass Bier und Würstel einen Euro gibt. Bist du ein wählbarer Kandidat? Nein. Werbekampagne für die Lugner City. Ich glaube, Österreich braucht, um aus dem Stillstand herauszukommen, einen unabhängigen, aktiven Bundespräsidenten. Und dafür bewerbe ich mich um das Amt des Bundespräsidenten. Ich bin im Wickel wahre, dass ich ihn wähle und es gibt noch einen zweiten Kandidaten. Wollen Sie uns aber nicht verraten? Oh, ein Hofer. Und was spricht dafür? Und erstens einmal, weil er unabhängig ist. Und ich denke, er hat viel selber geschafft, mal ganz richtig. Haben die seine Inhalte überzeugt heute? Ich habe noch nicht so viele gehört, ehrlich gesagt. Außer die Bierzeltstimmung, die war eher allgemein auf alle Präsidenten. Nö, natürlich nicht. Also ich werde auf keinen Fall wählen, aber ich werde auch alle anderen wahrscheinlich nicht wählen. Also ich bin noch sehr unentschlossen. Ich werde wohl wirklich eher noch so strategisch wählen oder so. Ich bin eigentlich gekommen, weil es geheißen hat, es gibt Würstel günstig zu einem günstigen Preis und Getränke. Hat ja München, aber es wird schwer werden. Genau. Ich wollte noch kurz die Wahlwette ansprechen, die wir haben, die bei uns ein wichtiger Bestandteil auf unserem Blog geworden ist. Wir hatten natürlich eine zum ersten Wahldurchgang, wo wir schon eine glückliche Gewinnerin haben, die auch schon am Dienstag ihren Preis bei uns abgeholt hat. Das war ein Sackerl voller Wahlgeschenke. Und jetzt geht es natürlich zum zweiten Wahldurchgang. Auch wieder eine Wahlwette, die ist seit heute auch online. Das heißt, es kann gerne jeder mittippen. Und man muss einfach nur tippen, wer... ja, wie viel der jeweilige Kandidat, wie viel Prozent er wohl bekommen wird. Und ja, dann kann man wieder einen Sacker voller Wahlgeschenke gewinnen. Vielleicht hat da ja jemand Lust drauf. Und ja, das war's von uns. Danke fürs Zuhören. Wenn Fragen sind oder Anregungen, gerne. Ja, herzlichen Dank, Viola und Rieke. Für die, die das Video nicht gut gehört haben, wir haben gerade ausgemacht, also wir können es, wenn ihr damit einverstanden seid, auf unserer Website zur Verfügung stellen und dann kann sich jeder noch einmal anschauen, ja? Ja, 2, 3 Fragen kann ich jetzt aufnehmen, wer welche hat, an die Viola und an die Rieke, wer möchte? Hat sich jetzt vom Wahlausgang, der für manche doch überraschend war, für euch schon was abgezeichnet, jetzt vielleicht von der Wahlwette her oder von sonstigen Indikatoren her? Also bei der Wahlwette ist es tatsächlich so ausgegangen, dass 31% den Hofer vorne gesehen haben, aber dass insgesamt doch mehr Van der Bellen, also mehr Prozent gegeben haben, sozusagen. Also da war es nicht unbedingt absehbar, dass der Hofer jetzt mit so viel Abstand weiter vorne landen wird. Und ansonsten gab es da nicht irgendwas Auffälliges. Die Gewinnerin hat auch nicht gedacht, dass es 35% werden. Also das war, glaube ich, für alle recht überraschend. Ja, also unsere Gewinnerin hat zum Beispiel 39% gezippt für den Hofer, was halt am nächsten dran war. Also das sagt wahrscheinlich schon vieles. Wie viel Zeit habt ihr aufgewendet, um das Ganze am Leben zu erhalten? Macht das nur ihr beide oder wechselt ihr euch da auch mit Freunden und Freundinnen ab? Da wir es eben im Rahmen der Lehrveranstaltung machen, sind wir insgesamt 15 Leute. Also es sind nicht nur wir beide, wir stehen jetzt da nur quasi für die anderen da. Wir sind 15 insgesamt und unsere Lehrveranstalter. Also wir wechseln uns alle ab. Eine Frage, sonst gehen wir über zum nächsten. Nein? Ja gut, dann bitte. Herzlichen Dank nochmal. Ihr Vortrag Nummer 2 sind der Alexander Czardilek und der Werner Reiter. Der Alexander ist Jurist und Werner Reiter ist Pressesprecher von AK Vorrat. Sie werden jetzt sprechen über Bundestrojaner in Österreich. Das Umstecken dauert halt immer ein bisschen.
kleiner Umbau, Laptopwechsel. Wird wahrscheinlich neue Slides geben. Herr Reiter, Alexander Czardidek. Okay, ich gebe euch beiden das. Thank you.